herzlich willkommen beim Deal des Tages im Onlineshop der Firma Lidl. Ich stelle euch hier in diesem Format immer mal wieder interessante Produkte vor, die die Firma Lidl für 24 Stunden als Deal des Tages einstellt. Die werden wirklich um 0 Uhr nachts werden die eingestellt und laufen dann 24 Stunden. Und entweder für 24 Stunden oder eben so lange vor Ort reicht. Manchmal sind sie auch ausverkauft, dann gibt es nach 10 oder 15 oder 20 Stunden schon, sorry, geht nicht mehr. Ich stelle euch das Ganze hier im Internet vor, auf der Seite. Und dann würde ich sagen, fangen wir damit auch gleich mal an. Und dann gebe ich euch da mal auch ein paar Tipps zum Produkt selber. Um den Deal des Tages der Firma Lidl sich anzuschauen, müssen wir auf die Lidl-Internetseite und zwar in den Online-Shop. Den Link setze ich euch in die Videobeschreibung rein. Bevor wir zum Deal des Tages kommen, ganz kurz mal ein Hinweis auf die Seite. Hier gibt es sehr viele Unterrubriken, wo ihr permanent wirklich sehr, sehr günstige Sachen findet. Also hier bei Lidl ist es nicht mehr so, dass wir hier nur wie hier Messmer Waldbeere-Tee finden oder sonstige Sachen, die man so beim Discounter einkaufen zu können, sondern es gibt hier wirklich unter anderem auch hier diesen Super Sale, kann ich empfehlen. Da gibt es immer Sachen, die sehr, sehr, sehr günstig sind. Guckt euch da die Seite mal in Ruhe an. Also, Deal des Tages. Hier müssen wir auf der Hauptseite ein bisschen runterscrollen. Und dann sehen wir hier in dem grauen Kästchen, der läuft jetzt noch 15 Stunden und 32. Und hier haben wir heute im Deal des Tages einen Hoover Wärmepumpentrockner für 8 Kilo Wäsche. Wir gucken uns hier mal die Fotos erst einmal an. So sieht das Ganze aus. Jetzt nicht wahnsinnig spektakulär. Hier haben wir das Bedienfeld. Ihr seht hier, wie viele Wärme beziehungsweise wie viele Trockenprogramme es hier gibt. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie trocken ihr das Ganze haben wollt, eure Wäsche, und wie eure Wäsche generell ist, welche Empfindlichkeit der Wäsche. Dann haben wir immer die Möglichkeit, in die Produktdetails reinzugehen. Gehen wir jetzt nicht Punkt für Punkt durch. Guckt euch das einfach mal an. Wir haben hier die Füllmenge der Wäsche ist 1 bis 8 Kilo. Wir haben hier einen smarten Wärmepumpentrockner. Naja, es geht halt nichts mehr ohne Handy. Bluetooth-Technologie und Wi-Fi. Also ihr könnt da eine App anschließen, wie auch immer. Wer es mag und wer es braucht, kein Problem. Dann haben wir hier 67 dB. Wärmepumpentrockner sind in der Regel relativ leise. Man hört sie natürlich, aber sind natürlich leiser, wie jetzt zum Beispiel eine Waschmaschine, die schleudert. Zum Stromverbrauch. Beim Stromverbrauch ist natürlich ganz wichtig, wie viel Wäsche habt ihr drin. Wenn man hier zum Beispiel Energieverbrauch, Teilbefüllung, eine Kilowattstunde einrechnet, dann sind das 40 Cent, das wäre günstig. Meistens ist es aber so, dass es mehr Stromverbrauch ist. Ich habe hier verschiedene Waschtrockner, Waschmaschinentrockner auch getestet im Kanal und habe hier auch das Stromprüfgerät mal dran gehalten, um mal zu sehen, was kostet mich denn einmal trocknen, einmal waschen. Die Links sind in der Playlist drin, die ich euch unter dieses Video verlinke. Guckt da einfach mal rein, ganz interessant. Dann haben wir 15 Waschprogramme. Das ist klar, das kommt eben drauf an. Und wir haben auch einen WLAN-Anschluss. Kommt drauf an, welche Geschichte ihr habt. Ihr könnt hier eure Sportschuhe, eure Synthetik, Hemden, Jeans und. Guckt selber rein, was ihr da entsprechend auch an Wäsche reintut. Hier haben wir Option Bügeltrocken, Aufhängtrocken, Schranktrocken, Extratrocken. Je trockener ihr das Ganze macht, desto mehr Stromverbrauch habt ihr natürlich auch. Also ich mache das generell so, dass ich nur Timertrocknen mache bei meinem Waschtrockner, den ich habe seit vielen Jahren. Und da komme ich sehr gut mit hin, dass ich nachher nochmal eine Stunde oder zwei aufhänge und dann habe ich aber nur ein Drittel an Stromverbrauch. Wie gesagt, guckt euch die Videos mal entsprechend an. Wir haben eine Startvorwahl, das heißt, wir können hier wie so eine Timeruhr, können wir sagen, okay, ja, morgen früh um 8 soll das Ding losgehen. Eine Kindersicherung haben wir drin, eine Knitterschutzfunktion haben wir drin und wir haben ein 5D-Digital-Display mit Laufschriftanzeige. Das Ding wiegt 42 Kilo und die Außenmaße habt ihr hier entsprechend auch mit dabei. Geliefert wird das Ganze innerhalb von 5 Werktagen und per Spedition, ist ja ein größeres Gerät. So, dann haben wir hier nochmal, das ist bei Lidl beim Onlineshop immer der Fall, nochmal andere Angebote. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner und so weiter von verschiedenen Firmen in verschiedenen Preisklassen. Und hier sieht man natürlich,
wie unterschiedlich die Preise sind. Denn wir haben hier zum Beispiel einen Ablufttrockner. Das ist von der Technik her ein bisschen weniger. Also wir haben hier Wärmepumpentrockner, Kondenstrockner, Ablufttrockner. Also die drei Varianten gibt es. Die Wärmepumpentrockner sind die teureren. Kondenstrockner, gut, die habe ich zum Beispiel. Und Ablufttrockner funktionieren in der Regel auch. Es kommt darauf an, was man letztendlich für Voraussetzungen hat. Es ist auch immer ganz wichtig, ich selber stehe seit mehreren Jahren auf Waschtrockner. Das heißt also, das ist eine Waschmaschine und Trockner in einem. Viele Tests habe ich gemacht, viele Praxistests. Auch hier bitte in die Playlist reinschauen, falls euch das interessiert. Da habt ihr den Vorteil, dass ihr 2-in-1 habt. Das geht, wenn ihr alleine seid oder 2-Personen-Haushalt, dann ist ein Waschtrockner, also beides in einem, interessant. Wenn ihr jetzt natürlich eine 4-5-köpfige Familie habt und die Waschmaschine immer läuft, dann würde ich auch 2 Einzelgeräte nehmen und dann ist ein Wärmepumpentrockner oder eben ein Kondenstrockner die Wahl. Eigentlich ein Ablufttrockner geht eigentlich auch noch. Aber ihr seht hier die Preisunterschiede. Wir haben jetzt hier auch noch einen sehr schönen von Beko Wärmepumpentrockner. Der kostet mal eben standardmäßig fast 1.000 Euro und ist hier um 49% runtergesetzt. Eigentlich wäre das ein guter Deal des Tages, liebe Firma Lidl. Aber für euch den Tipp, guckt immer mal unter den Deal des Tages drunter und dann habt ihr hier nochmal, das geht hier im Prinzip dann natürlich auch weiter, hier habt ihr dann auch Waschmaschinen und so weiter. Hier ist ein Waschtrockner, ein Bauknecht Waschtrockner. Ihr seht hier kriegt ihr beides in einem für mal eben 400 Euro. Also, und es ist natürlich die Platzersparnis. Also guckt da einfach mal rein. Auch hier ist nochmal ein Waschtrockner von Beko für 400 Euro. Also ihr bekommt auch beides zusammen zu einem sehr, sehr günstigen Preis. So, das soll eben mal hier auf der Seite sein. Jetzt gucken wir mal bei den anderen Seiten, ob das hier bei Lidl wirklich ein Deal des Tages ist. Warum will der nicht? So, bei Amazon haben wir einen ähnlichen, auch mit 8 Kilo Wärmepumpentrockner für 600 Euro. Hier gibt es allerdings noch mehrere Typen von Hoover, die hier angeboten werden. Ich habe die genaue Bezeichnung jetzt nicht gefunden, aber das ist hier so etwa, das ist ein Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner 500, 400, also schon mal günstiger auf jeden Fall. Da ist im Moment Lidl, Deal des Tages, günstiger. Bei Check24 haben wir einen ähnlichen Hoover Wärmepumpentrockner für sogar 570. Heieiei, also naja. Und dann haben wir hier bei Idealo nochmal zum Vergleich den Wärmepumpentrockner. Der ist hier, das ist das Angebot von Lidl. Allerdings müsst ihr schauen, dass ihr dann noch Versandkosten habt von, ist auch nicht ganz wenig, weil das eben schwer ist und per Spedition geliefert wird. 380 Euro wäre dann der Preis. Also wenn man das alles zusammenzieht, muss ich sagen, haben wir für 350 Euro statt 730 Euro über 50% runtergesetzt einen sehr guten Deal des Tages. Ja, vielleicht kommt das Produkt für euch ja auch in Frage. Und wenn ihr zu denen gehört, zu den meisten, nehme ich mal an, die jetzt nach diesem einen Tag Deal des Tages dieses Video sehen, ist es so, dass ich für euch ähnliche Produkte, verwandte Produkte, auch vom Preis her, als Link eingestellt habe unter die Videobeschreibung, beziehungsweise in die Videobeschreibung rein. Schaut da einfach mal rein. Wenn das Produkt jetzt aber weg ist und sagt, na toll, klasse, ist halt nur 24 Stunden möglich. Dann, wenn es für euch interessant ist, könnt ihr gerne vergleichbare Produkte euch dann anschauen, die ich euch dann für euch rausgesucht habe. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat und dieses Format, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert gerne den Kanal. Ich bin hier bei YouTube auf eure Unterstützung angewiesen. Das würde mich sehr freuen. Und mich würde auch freuen, wenn wir uns hier am Platz demnächst zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit. Tschüss!